Da ist es, das lang erwartete Papier, schwarz auf weiß, 220 Seiten zum Nachlesen. Gedanken des Papstes zu Umwelt und Nachhaltigkeit. Inspiriert sei die Enzyklika von Franz von Assisi, dem Namenspatron des Papstes. Der heilige Franziskus selbst gibt uns das Beispiel, wie wir die verletzliche Umwelt behandeln sollten, mit Freude und Aufrichtigkeit. Seine Sorge um die Natur, die Gerechtigkeit gegenüber den Armen, sein Engagement in der Gesellschaft und für den Frieden, all das ist untrennbar miteinander vereint. Der weltweite Klimawandel ein Schwerpunkt seiner Ausführungen. Konsum und Kapitalismus seien die Ursachen dafür, das Problem von Menschen verursacht. Der Papst fordert deshalb Einschränkung und Verzicht. Außerdem die Abkehr von fossilen Energieträgern, um die Erderwärmung zu stoppen. Das polarisiert. In Europa und Lateinamerika begrüßen viele die klaren Worte des Papstes. Konservative Kleriker in den USA haben eine andere Lesart. Die Enzyklika gibt weder Politiker noch der Wirtschaft oder der Finanzwelt klare Anweisungen. Sie ist vielmehr eine Einladung, die Probleme genau anzuschauen, zu hinterfragen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Dennoch, um genau das geht es, gemeinsame Lösungen zu finden. Der Vatikan hat die Enzyklika zu einem wohlüberlegten Zeitpunkt veröffentlicht. Im Dezember treffen sich zahlreiche Staats- und Regierungschefs zum Klimagipfel in Paris.